Aquathlon in der Parktherme Bad Radkersburg. Auch heuer wieder eine sportliche und nasse Herausforderung für die Teams. Die Zweierteams sind frei wählbar. Man kann das mit dem Vater machen, Schwiegermutter, auch mit den Freunden, Freundinnen. Von dem her gibt es keine Begrenzung und auch natürlich mixt. Und natürlich ist der Schlüsselpunkt im Pfannparcours ist der Start. Die Schlüsselstelle, glaube ich, liegt gleich hinter uns hier. Da wird das Thema sein, da braucht man sehr viel Feingefühl, Körperbeherrschung und es wird sicher eine spannende Geschichte. Man kann hier sehr viel Zeit liegen lassen. Ja, so Zeit gut machen kann man auf jeden Fall bei den Bewerben, wo es nicht nur um die Sportlichkeit geht, sondern wo es auch um Teamplay geht oder einfach auch um ein bisschen Glück zu haben, wie zum Beispiel beim Flamingo Curling, wo man Bonuspunkte sammeln kann. Und einige legten Tempo vor und zeigten vollen Ehrgeiz. Ich habe gedacht, ich kann mal den Balance in der Mitte von dem Dings finden und das hat funktioniert. Ich wollte eben nicht schummeln. Ich wollte das so machen, wie es eigentlich gehört. Ja, ich war zu ehrgeizig. Ich habe versucht, das unbedingt im Stehen zu machen, aber ich habe es unterschätzt. Das war viel rutschiger als gedacht. Ja, der Laufsteg ist schon sehr schwierig. Er ist rutschig. Natürlich Sonnencreme mit dabei, das Ganze heizt das nochmal gescheit an. Und das in Balance, Ausdauer und es ist schon sehr herausfordernd. Also die Enten zu treffen war auch nicht eine von den einfachsten Sachen. Ich habe sie alle drei getroffen. Ja, stimmt. Du hast keine getroffen. Halbes getroffen. Ja, erstens einmal haben wir das, glaube ich, als Profisportler ein bisschen im Blut. Und zweitens einmal, wenn wir da als Profiathleten eingeladen werden, dann möchte man schon unser Gesicht wahren und eine gute Zeit vorlegen. Ja. Bei mir ist es also, sobald jemand Wettkampf zu mir sagt, da switcht so ein Button im Gehirn um und dann sieht man noch mehr das Ziel. Ja. Die Parktherme Bad Radkersburg in der Region Thermen und Vulkanland Steiermark hat die stimmige Kulisse für den Aquathlon. Unsere Gäste sagen von sich selbst, sie kommen aufgrund der Erholung und der Ruhe her, aber ein bisschen Action zwischendurch gibt auch mehr Erholung und Ruhe. Ja, auch als Sponsor kann man mitmachen und das ist halt für uns als Jufa Hotels Idee, als Hotelunternehmen einfach ganz spannend, weil der Sport, die Bewegung, die steht bei uns auch beim Urlaub im Mittelpunkt und da war es klar, dass wir da mit dabei sind, auch als Sponsor. Warum man hierher kommt, ist allgemein die Region mit der Kulinarik, auch das Klima, das milde Klima. Man merkt natürlich, wir haben ein sehr schönes, sehr warmes Wetter, sehr viel Sonnenschein, sind auch die sonnenreichste Region in der Steiermark. Also alle diese Kombinationen zusammen ergeben diese Region und darum kommt man auch gerne in diese Region. Die Lebensfreude und die Bewegung sind ein ganz großes Thema in Bad Radkersburg und dieser Event passt natürlich zu beiden Themen ganz, ganz ausgezeichnet. Die Therme ist ja ein Betrieb der Stadt und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass hier verschiedenste Veranstaltungen stattfinden, weil Wasser in allen, mit allen Sinnen erlebbar sein soll und für alle Generationen. Gibt es kein perfekteres Format als den Aquathlon?